Hallo, ich grüße euch. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, ich bin John. Also, es ist mein Auto, ein Audi A6 C6 mit einigen Problemen beim Getriebe. Also möchte ich hier am. Ja, der hat Getriebeproblem, ne? Unser Freund hier kommt aus China, ist nach Deutschland gekommen, studiert hier, ne? Wir grüßen alle mal, ne? Hallo. Hallo. Wir grüßen alle mal. Und das Ding hier, ne, ist sein Baby, ne? Er sieht, ist halt auch schon sein Baby hier. Ein RS6, ne? Original RS6. Und das Krasseste bei denen ist, das habe ich schon verstanden, das ist ein Japan-Import, ne? Und den gibt es ja selten. Das ist ein seltenes Modell. Wir gehen mal hinten. Das habe ich schon kein. Das Zeichen hier. Seht ihr? Das Zeichen hier. Ein schöner RS6. Original. Schwarz. Innen drin Alcantara, Bossanlage. Hier haben wir Diagnose gemacht, ne? Mit so einem Diagnose-Stecker-Tolier-Diakto, ne? Mit dem Diakto-Lier haben wir halt Diagnose gemacht und geguckt, was das Ding hat. Oben hat der Alcantara. Und jetzt machen wir den Motor mal auf. Er wollte auch den Motor bei uns zeigen. Mach meine Motorhaube auf. So. Schauen uns das mal an. So, lieber Chan. Wir waren bei dir. Den Manifold hier, ne? Ansaugwege hier. Konnten wir das hier aufmachen. Da wird alles gereinigt haben. Einmal alles aufmachen. Und schön reinigen. Hier sieht man schon die Pumpen. Für Benzin, ne? Leitung, ne? Und dann Turboladerwege hier, ne? Ansaugwege. Eins da, eins da. Oder dieser Teil ist auch ein bisschen lassen, also nicht festgestellt. Nicht festgestellt, okay. Es ist nicht so fest, sieht man. Es ist ein bisschen also. Wie krass das eng verbaut ist alles, ne? Alles schon verpackt. Dankeschön. Ja. Ja. So, ja, machen wir so. Wo bist du? Man sieht dich nicht. Ja. So, ne? Ich und Chan. So. So, genau. So, wir werden auf jeden Fall das hier zusammen machen. Wir können mit dabei sein, mit Chance zusammen. Wenn wir noch Spaß haben, dann, ja, hier sieht man die Drosselklappen, 1 und 2 Drosselklappe. Hier die 4 Ringe, ist auch alles Carbon, ne? Hier der fette Ansaugweg, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist einer der geilsten Motoren, ne? Der V10, ne? Einer der geilsten Motoren, das ist einer der krassesten Motoren. Der Motor verblasst eigentlich alles so weg, was man eigentlich kennt. Also es gibt keinen krasseren Motor als den. Gibt es echt nicht. Die Zylinderköpfe sind von Lamborghini. Das Original von Lamborghini, die Zylinderköpfe. Nur der Block ist von Audi. Und die Zylinderköpfe sind Lamborghini-Blöcke. Das sind original Lamborghini-Blöcke. Also der Motor ist aber Lamborghini verbaut. Bei den Gallardo, bei den Hurricane, ist bei der R8 ist dieser Motor verbaut. Und der zwei Pumpen, ne, für Benzin, um die Benzin mit Hochdruck einzuspritzen. Sind die ganzen Sensoren, ne? Bei denen sieht auch alles schön sauber aus. Dann nämlich Problem mit der Ölpumpe. Ihr seht auch das hier, ne? Das ist hier Aluminium. Das ist Sand gestrahlt, ne? Schwarz beschichtet, ne? Schwarz beschichtet. Ihr seht ja die Ladeluftkühler. Richtig fett, eins hier, Tubular sieht man gar nicht, unmöglich sie zu sehen, ne? Luftfilter 1, Luftfilter 2, Kanal 1, Luftkanal 2, ne? Mit japanischer Wort. Mit Japanisch alles japanisch, ne? Alles japanisch, aber Japanisch und Chinesisch sind nicht gleich, ne? Deswegen muss man so unterscheiden mal. Unser Kollege ist hier aus China und nicht aus Japan. China, Japan, zwei verschiedene Welten, ne? Stimmt's? Genau. Das sind nicht vergleichen, ne? Der ist alles richtig eng verbohrt. Aber wenn man hier was machen will, muss man immer den Motor rausbauen. Weil hier ist für den Ansaug auch wenig. Wenn man so komplett hier alles aufmachen, zusammen uns alles anschauen und dann für einen Chang, ne, für den lieben Chang alles schon sauber machen. Ja. So. Du bist noch. Ja, viel Erfolg. Viel Erfolg, okay. Peace. Habt euch alle ganz so lieb. Danke für die Abos, danke für die Likes. Bis zum nächsten Mal, euer Dr. Motor.